Einen wunderschönen guten Morgen. Willkommen zurück zu Frühstück mit Dansen, Staffel 2. Wir sind in der neuen Season und heute dabei Brückmann und Mantik. Ich weiß nicht, ihr habt letzte Season, habt ihr Mantik nicht gesehen, deswegen würde ich sagen, stell dich mal vor, wer bist du eigentlich? Ja, ich bin der Christian, Mantik, meistens bekannt. Bin der Teammanager, war schon einmal bei Auronix letztes Jahr mit Magi Felix Sedon, das Team kennen die meisten wahrscheinlich. Und bin jetzt quasi nochmal zurückgekommen für den Wintersplit. Mhm. Was ist deine Aufgabe jetzt für den Wintersplit? Die Aufgabe hat damit begonnen, dass ich das Team aufbaue, die Spieler scoute, gucke, ob das Team wirklich so zusammenpasst, wie es sein sollte. Und jetzt betreue ich quasi das Team noch als Analyst dazu und helfe Herrn Brückmann, die Sachen zu analysieren und schau, dass im Haus alles läuft, kümmere mich so um die ganzen Sachen, die nichts mit dem Game zu tun haben an sich. Mhm. Du bist ja diese Season jetzt wieder der Coach von der ganzen Mannschaft. Richtig. Das Team wurde jetzt announced die letzten Tage. Ja, eigentlich schon letzte Woche, ne? Vor über einer Woche. Ja. Ungefähr. Und was gibt es denn eigentlich fürs Team, was für Änderungen oder wer hat denn jetzt da das Sagen im Team oder was passiert jetzt in dem Team? Wer ist da am Start jetzt? Das Sagen im Team habe ich, ne? Ist klar. Ja, logisch. Wir mussten umstellen auf Toplane, mussten wir leider Wall in der sehr gute Leistung gebracht. In den letzten zwei Seasons mussten wir leider austauschen gegen Scarface, weil die sportlichen Ziele einfach nicht übereingestimmt haben. Mhm. Dann haben wir auch Veränderungen auf der Botlane vorgenommen, weil das auch nur unsere Schwäche war. Haben dann auch in den Tryouts wieder festgestellt, dass wir einfach auch keine Support-Spieler gibt, die uns unseren Ansprüchen genügen. Mhm. Also einen talentierten Jungler, den wir letzte Season auch schon bei uns hatten, den Don Arts, haben wir genommen. Wir haben die Support-Rolle gesteckt und ja, von dem versprechen wir uns eigentlich relativ viel. Ja, ein anderer AD-Carry. Dann die Midlaner haben wir auch ausgetauscht, aber mehr so wegen dem Verhalten, sagen wir mal. Mhm. Also wir hatten letzte Season den Pretty da, der war ein sehr erfahrener Spieler, weil der Team auch ein bisschen zurückgehalten, weil die Scrims nicht mehr so ernst genommen hat. Also hat man öfter bei älteren Spielern, die schon was erreicht haben, die dann also Team, die jüngeren Spieler eher zurückhalten, okay, wenn sie falsche Einstellungen haben. Dann haben wir halt den Kaschel angenommen, auch sehr talentiert, haben praktisch jetzt drei in Anführungsstrichen Neulinge dabei, mit Cookie, Kaschelan und Don Arts. Ja, und zwei erfahrenere Spieler. Aber generell ein sehr junges Team. Mhm. Mit Darby und Jamal noch dazu. Woher kommen eigentlich Kaschelan und Cookie? Kennt man die früher? Also kennt man die schon aus anderen Teams oder aus Solo Queue? Oder woher kennt man die Jungs? Also Cookie war quasi, sein Name war vorher Cookie die Rookie. Der hat nirgendwo gespielt, der ist ein kompletter Rookie. Mhm. Der hat nur ein Solo Queue Hero gewesen. Okay. Und Kaschelan ist ein bisschen in der polnischen Szene bekannt, aber hat jetzt auch nicht wirklich competitive gespielt. Also ist eher ein Rookie. Mhm. Ich meine, wir hatten ja letzte Season Murmel als Rookie und er hat ja auf den Offline-Events decent performt. Was denkt ihr, was gibt's da zu lachen? Ich hab nicht gelacht. Was denkt ihr, wie wird sich, ich weiß nicht, ich glaube, die beiden haben noch keine Offline-Erfahrung, oder? Kassler hat, glaube ich, schon ein bisschen Offline gespielt, Cookie nicht. Okay, was denkt ihr, wie würden sich die Rookies, wie werden die sich auf den Offline-Events verhalten oder was denkt ihr, wie werden die da performen? Schwer zu vorhersagen. Also von der man kann immer nur so eine Vermutung anstellen, auf dem sie sich so menschlich verhalten, wenn sie so mit dir sprechen, und ob die jetzt so sehr introvertiert sind oder extrovertiert oder wie auch immer. Und ich glaube, da werden beide kein Problem mit haben, sind beide natürlich auch super jung. Ne? Mhm. Ist aber, ja, was soll man machen? Also, wir müssen halt abwarten. So. Okay. Natürlich werden wir die vorbereiten. Aber ich habe die Jungs ja letzte Season vorbereitet. Da haben wir ja auch ein paar Offline-Finals. Und ja, da hat er auch jetzt nicht so gefruchtet, die Vorbereitung. Woran liegt es da? Meistens am Team oder eher am Coach? Hallo? Am Alter der Spieler. Okay. Man muss ja jetzt nicht jemanden blamen, ne? Niemals. Das ist unschön. Machen wir nicht. Ihr habt ja angesprochen, Don Arts letzte Season Jungle, diese Season Support.
Wie funktioniert das? Also was kann er jetzt auf die Supportrolle vom Jungle übernehmen, was vorteilhaft sein kann? Und wie denkt ihr, wird er sich jetzt gegenüber auf Jungle auf Support schlagen? An sich hat er immer so einen relativ supportive, tanky Playstyle gehabt im Jungle. Das heißt, er hat schon relativ, also war quasi ein Supporter im Jungle, weswegen er ja, das Walling versteht, Map Movement, Jungle Pairing, alles. Das ist halt so ein Vorteil für die Botlane. Mhm. Und ja, er hat dann einfach quasi die Supportrolle schon gespielt, auch in Offroll, in Solo Queue. Und ja, so wie er jetzt spielt, spielt er so, als ob er nie was anderes gemacht hätte. Als ob er ewig supportet. Ist ja vielversprechend auf jeden Fall. Mhm. Die ersten Scrims sind jetzt durch. Wie ist so euer erster Eindruck bisher? Was kann man aus dem Team machen, beziehungsweise was muss jetzt im Team noch gemacht werden, damit die Trophäe dann am Ende der Season hält? Noch einiges. Wir müssen noch alles, praktisch alles durchgehen. Mhm. Aber die Jungs sind alle motiviert. Also ich kann mich da echt nicht beschweren. Ich glaube, mit dem Team ist einiges möglich. Mhm. Du hast niemanden, der sich jetzt zurücklehnt und sagt, oh, nee, komm, wird schon, wir spielen einfach die Finals gut, wenn es gepasst hat. Okay. Alle wollen tatsächlich improven, alle wollen die einzelnen Situationen durchgehen und alle beteiligen sich an einer Analyse später. Mhm. Ja. Ich glaube, da geht viel mit dem Team. Stark. Jetzt steht ja heute Abend das erste ESL-Meisterschaftsmatch an, richtig, gegen AEQ. Ja. Was sind so eure Predictions? Machen wir erst das Gemäßigste, ne? Ja, also das Ding erst ist trotz alledem 2-0, oder was? Ja, ich würde trotz alledem 2-0 sagen. IQ hat natürlich jetzt nicht mehr die Mittel wie vorher, als ein komplettes Team aus Newcomern oder halt aus Rookies. Ein paar, ich glaube zwei oder drei haben schon mal gespielt in der EPS, aber an sich ist es ein ziemlich Newcomer-Team. Trotz alledem denke ich, dass wir individuell viel besser sind und dass wir das 2-0 gewinnen sollten. Mhm. Ja. Wir werden, glaube ich, 2-0 geklatscht. Also jetzt nicht unbedingt clean. Also kann sein, dass wir jetzt da makrotechnisch nicht ganz auf dem Level sind, weil wir, wie gesagt, noch nicht lange trainieren. Mhm. Aber ich denke, individuell wird auf jeder Position einfach wahrscheinlich dreimal so viel von unserer Seite kommen. Mhm. So wie letzte Season ist natürlich auch diese Season wieder Match of the Season in Krefeld in der Take-TV-Bar. Und wer hätte es gedacht, wir spielen wieder gegen Maimo? Was kann das Lineup für diese Season besser machen als das Lineup von der anderen Season? Und haben wir diesmal, also wir hatten letzte Season auch schon die Chance, sie zu schlagen. Aber werden wir das jetzt exekutieren, das Ganze? Werden wir Maimo schlagen können im Match of the Season? Ja. Ja, können wir. Sicher, was soll ich sagen. Also, okay. Letztes Jahr war es Best of One. Mhm. Und da hatten wir das Problem, dass, naja, so einige Ego-Probleme so auf einigen Lanes und die haben das Spiel gekostet und dieses Mal werden wir Best of 2 haben und ich denke, dass bis dahin, wenn das Spiel dann stattfindet, dass wir soweit sein werden, die auf Augenhöhe, dann denen auf Augenhöhe zu begegnen. Mhm. Ja, kann ich nur anschließen. Ja, das Ding ist halt natürlich, Maimo hat halt den Vorteil, dass wir schon zwei Seasons zusammen spielen. Ja. Aber halt die Synergy drin, die uns halt noch fehlt, und nicht, dass das Team neu ist. Aber dadurch, dass wir jetzt halt längere Vorbereitungszeit haben, denke ich schon, dass wir das machen werden. Wir kriegen auf jeden Fall hin, Jungs. In dem Sinne, wir werden noch ein bisschen weiter essen. Also Brückmann hat ja leider nichts mehr. Ja, reingehauen. Aber Brückmann sieht super aus in seinen Sportklamotten, oder? Kannst du dir von den Titten zeigen? Schon 20 Kilo verloren. Hallo! Wir werden nämlich gleich nochmal ins Gym gehen und da noch ein bisschen rumhampeln. Und dann hoffe ich auf einen guten ersten Spieltag. Vielen Dank, dass ihr da wart. Gerne. Ich meine, ihr habt ja keine andere Wahl hier als hier. Ne? Ihr müsst ja hier vorbei. Ihr müsst ja hier vorbei, von daher. Und ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wer denkt, als nächstes hier zu sitzen. Und macht's gut. Tschüss.